Wer hätte das gedacht, dass Honor bzw. auch Huawei wieder zurückkommen? Denn in den letzten Wochen und Monaten sah es nicht besonders gut aus. Und nun haben sie aber auch hier in Deutschland das Honor 20 Pro auf den Markt gebracht. Das ist ihr neues Flaggschiff. Ich habe es getestet und in diesem Video erfahrt ihr, ob es sein Geld wert ist. Also viel Spaß! Beim Design setzt Honor auf Bekanntes, jedoch in leicht abgewandelter Form bei den Rundungen. Dadurch liegt es trotz des knapp 6,3 Zoll großen Displays sehr gut in der Hand. Zu diesem komme ich aber gleich noch. Das Kameramodul mit den vier Kameras befindet sich an gewohnter Position und auch bei der Materialwahl von Glas und Metall hat sich nichts geändert. Mir gefällt es also sehr gut und auch die Farben sind mal wieder sehr spektakulär gewählt, sodass das Honor 20 Pro die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Der Fingerabdrucksensor wurde in den Powerbutton auf der rechten Seite integriert, was dazu führt, dass das Gerät eigentlich immer direkt entsperrt ist. Durch die leichte Einkerbung lässt sich dieser auf blind sehr gut ertasten und es reicht schon, den Finger nur auf den Button zu legen, ohne ihn zu drücken, und schon wird das Gerät entsperrt. Wie am Anfang erwähnt, ist das Display knapp 6,3 Zoll groß und damit bietet es ausreichend Platz für alles. Leider ist es nur ein IPS-Display, leider nur mit 1080p, aber beeindruckend sieht es dank der Punch-Hole-Notch trotzdem aus. Auf den ersten Blick lässt es einen sogar den nicht so guten Schwarzwert und die Blickwinkel vergessen, die selbst für ein IPS-Display nicht beeindruckend sind. Gut gefallen wiederum haben mir die Farben, die sind sehr natürlich und eigentlich sogar wichtiger als die Blickwinkel, denn mal ehrlich, normalerweise betrachtet man sein Smartphone ohnehin frontal. Auch wenn man es bei einem aktuellen Preis von 600 Euro nicht vermuten mag, ist die Hardware auf dem Niveau von einem Huawei P30 Pro und einem Mate 20 Pro, die jeweils zum Release rund 1000 Euro gekostet haben. Das bedeutet, der gleiche Prozessor, ebenfalls 8 GB RAM und somit auch eine Performance, die für alles ausreichend ist. Also ganz egal, ob WhatsApp, Instagram oder Fortnite, dieses Gerät macht alles mit. Leider kommt man an der Stelle nicht um die Magic UI 2.1 auf Basis von Android herum. Die meisten wissen wahrscheinlich, was ich davon halte, aber kurz gesagt nicht so viel. Es gibt zwar coole Funktionen, aber das Design ähnelt einer verspielten Kopie von iOS. Die Performance wird dadurch im Alltag teilweise ausgebremst und Updates sind auch so ein Ding. Wahrscheinlich haben die meisten es von euch ohnehin mitbekommen, dass Honor und auch Huawei kurz davor waren, durch die US-Sanktionen alles zu verlieren und auch Android als Betriebssystem, welches weggefallen wäre, das war nur der kleinste Teil. Da wären noch viel größere Probleme gekommen und die Sanktionen, die wurden jetzt bisher auch nur weiter aufgeschoben, aber sind auch noch nicht endgültig aufgehoben. Und auch, dass Huawei nun ihr eigenes Harmony OS vorgestellt hat, zeigt eigentlich nur, dass sich der Konzern über kurz oder lang definitiv selbstständig machen möchte. Davon abgesehen kann man aktuell noch nicht genau sagen, was uns in Zukunft erwartet, aber aus den Erfahrungen kann ich sagen, dass Huawei und auch Honor nicht die beste Softwarepflege mit Updates durchführt. Wer da auf der richtig sicheren Seite sein möchte, ist mit einem Google Pixel oder OnePlus Gerät auf jeden Fall sorgenfreier unterwegs. Schließlich möchte man möglichst lange Freude an seinem Smartphone haben. Freude wird man aber an den Kameras haben, denn ganz ehrlich, das kann Honor einfach gerade in diesem Preisbereich. Ganze vier Kameras dominieren die Rückseite, darunter eine 48 Megapixel Standardbrennweite, eine 16 Megapixel Ultraweitwinkelkamera, eine 8 Megapixel Dreifach-Telezoom-Kamera sowie eine 2 Megapixel Makrokamera. Mit diesem Setup kann man so vielseitige Fotos machen, gerade weil die AI auch alles dafür tut, ein beeindruckendes Ergebnis zu erzielen. Teilweise sehen die Bilder dadurch etwas zu punchy aus, aber für einen Wow-Faktor sorgen sie eigentlich immer. Beeindruckender finde ich persönlich aber auch noch die Flexibilität, die man in so einem kleinen Gerät hat. Nicht nur, dass man vom Ultraweitwinkel bis in den dreifachen Telebereich zoomen kann, nein, durch die Software kann man sogar bis auf das 30-fache an Objekte heranzoomen. Natürlich ist das Bild dann nicht mehr gestochen scharf, aber brauchbar ist es auf jeden Fall. Und dann ist da noch die Frontkamera mit den 32 Megapixeln, die für scharfe Bilder sorgen, aber im Vergleich zu der Konkurrenz trotzdem nicht wesentlich besser sind. Gerade bei den Farben und dem Bildlook im Allgemeinen habe ich schon Schöneres gesehen.
Der Akku im Honor 20 Pro ist übrigens 4000 mAh groß, was bei den Geräteabmessungen eine sehr gute Leistung ist. Das führt dazu, dass ich ohne größere Umstände gute 2 Tage mit einer Ladung hinkomme, was am Ende bei mir eine Screen-On-Zeit von ca. 6 bis 7 Stunden bedeutet. Man kann also sagen, dass das Honor 20 Pro ein wirklich tolles Gerät ist. Das Design gefällt mir sehr gut, die Hardware ist klasse und gerade die Kameras, die sind einfach super flexibel einsetzbar. Also wer viele Fotos macht und ein Smartphone in dem Preisbereich sucht, der sollte sich das Gerät mal anschauen. Aber nichtsdestotrotz würde ich trotzdem zweimal überlegen, ob es wirklich ein Smartphone mit einer so starken Softwareanpassung sein muss. Denn anders ist nicht immer besser und dazu kommt eben auch noch, dass man nicht genau weiß, wo es bei Honor und Huawei in Zukunft hingeht. Also da sollte man auf jeden Fall mal überlegen. Der Kauflink ist natürlich trotzdem unten in der Videobeschreibung. Schaut dort also vorbei, abonniert den Kanal und dann schaut ihr hoffentlich auch beim nächsten Video wieder vorbei. Also bis dahin, ciao!